Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um die Neumondenergie am 12.04. Und zwar habe ich mal im Maya-Kalender nachgeguckt und das mit der Energie verglichen und habe da voller Freude festgestellt, dass es der Neumond dieses Mal im April uns ganz viel Verjüngungsenergie bereitstellt, also die Erneuerung unserer Zellen, unserer DNA. Dieser ganze Prozess wird unterstützt von der tollen Energie vom Neumond. Das ist der erste Punkt. Dann haben wir den zweiten Punkt. Diese Energie bringt uns nochmal dazu, zu überlegen, wo trage ich alte Muster? Wo trage ich alte Denkweisen? Oder, und das ist, finde ich, sehr wichtig, nochmal zu überlegen, wo habe ich denn zum Beispiel Denkweisen übernommen von jemand anderem, die eigentlich gar nicht meiner Überzeugung entsprechen? Und das ist sehr, sehr wichtig. Das gehört für mich so zu einem bewussten Lichtarbeiter, der auch mal die Dinge hinterfragt. Zum Beispiel auch meine Sachen hinterfragt, was ich sage, stimmt es überhaupt für dich jetzt? Da sollte jeder mal für sich gucken, stimmt das alles für mich, was die Nirjana so sagt und auch natürlich bei den anderen YouTubern, bei den vielen, vielen Menschen, die eben hier aktuell posten und euch viele Dinge zur Verfügung stellen. Generell gesagt, sollte man wirklich für sich prüfen, stimmt dies für mich, kann ich damit. Gehe ich damit konform oder lehne ich das ab? Ist da was in mir, was tatsächlich sagt, nee, das kann nicht sein, das ist nichts für mich? Also diese Selbstverantwortung wird durch den Neumond verstärkt, die Selbstreflexion, dass man sich anschaut, mal guckt, wie bin ich jetzt ausgerichtet? Trage ich tatsächlich Meinungen von anderen Menschen? Kann das sein? Und wenn du sowas feststellst, was dann gar nicht mit dir harmonisiert, dann darfst du dich da davon einfach trennen. Wir machen ja nachher eine gechannelte Meditation, wo wir Gelegenheit bekommen, uns mit der Neumondenergie intensiv zu verbinden und dadurch die Strukturen zu reinigen, die Strukturen im Lichtkörper und überhaupt in der Seele, in den Zellen die Strukturen zu reinigen und uns neu auszurichten. Es ist praktisch die Chance, man kann sagen, auf eine Wiedergeburt deines Seins, auf eine komplette Neuausrichtung, um dich so zu erfahren, wie du in Wirklichkeit bist. Und dadurch übernimmst du auch die Verantwortung für all das, was du sagst, was du denkst und was, wie du bist. Denn die Erneuerungsenergie bringt dich in ein Feld, wo du alles erneuern kannst, wo du nochmal wirklich guckst, stimmt alles, so wie ich sage, stimmt alles mit mir überein oder möchte ich mich gerne von was trennen, was mich vielleicht die ganze Zeit schon belastet und ich das noch gar nicht gesehen habe. Denn wir werden ja auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten und das Unterbewusstsein reinigen, freimachen, sodass wir nach dem Neumond voller Kraft vielleicht auch unsere neuesten Projekte angehen können und vielleicht sogar neue Visionen bekommen für das, was jetzt wichtig ist. Das ist dieses eine. Und das andere ist tatsächlich die Erneuerung der Zellen, die Neuausrichtung der Zellen in der Stärkung der DNA hin zur Verjüngung. Und da freue ich mich besonders drauf und ich kriege jetzt schon auch überall Gänsehaut. Das wird sehr, sehr wichtig sein und das ist das Geschenk, was ich euch überbringe. Das könnt ihr einfach nutzen als Energie und die könnt ihr natürlich dann auch für immer nutzen, denn wenn die einmal hier im Video eingefangen ist, oder gespeichert ist, dann ist die ja für immer gültig. Also habt ihr jetzt hier ein richtig tolles Verjüngungs, Ritual, Verjüngungs-Heilungsvideo sozusagen.
Und wenn du immer auf dem Laufenden sein möchtest und die neuesten Botschaften von der geistlichen Welt bekommen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke. Dann wirst du nämlich von YouTube daran erinnert oder sofort informiert, wenn ich was Neues poste und bist up to date und versäumst in Zukunft nichts mehr. Das ist ganz wichtig, als spiritueller Mensch immer genau zu wissen, was los ist, damit man sich danach orientieren kann und auch in seinem Wissen, in seiner persönlichen Ausdehnung immer der aktuellen Zeit anpasst und einfach mit in der Schwingung der Zeit getragen wird und mitschwingt. Das ist für mich jedenfalls, ich finde das so schön, wenn man an die Zeit angebunden ist, also sehr eng im Kontakt ist mit der geistigen Welt und dadurch immer über die Schwingungen der Zeit, die Schwingungen aus dem Universum getragen wird. Denn das Universum besteht ja aus Schwingungen. Das Universum besteht aus Schwingungen der Liebe, Schwingungen der Farben und der Töne und des Lichtes. Und diese Schwingungen zusammen bestimmen unser Leben. So wie auch jedes Wort, was wir sprechen, eine Schwingung hat und dann in die Welt hinaus, in das Universum hineinschwingt und dann dort resoniert. Das heißt, über die Resonanz kommt dann das zu dir, was du aussprichst, was du denkst und was du bist. Und je mehr wir in der Liebe sind, je mehr wir im Positiven sind, umso besser geht's uns natürlich. Und das ist gerade auch für die Jetztzeit ganz wichtig, dass wir so oft wie es nur geht in dieser positiven Schwingung sind und uns mit dem Universum verbinden. Denn das Universum hat ja die allergrößte, tiefste Liebe Gottes, die uns immer zur Verfügung gestellt wird. Und so spreche ich auch in dieser Energie zu dir. In jedem Video bin ich verbunden mit der Energie Gottes, mit der Energie des Universums und der Engel. Und dadurch spürst du auch oft diese tiefe Liebe. Also ihr schreibt es mir sehr oft im Chat oder auch unten in den Bemerkungen, dass diese tiefe Liebe spürbar ist. Und das ist über die Verbindung zur geistigen Welt. Und ich möchte ja auch, dass es euch sehr gut geht, dass ihr davon profitieren könnt. Und deswegen werde ich mich heute sehr intensiv auch wieder mit dieser Liebe verbinden und für euch da sein. Der Neumond wird uns die nächsten Tage begleiten und eine Neuausrichtung möglich machen für unser Denken, für unser Sein, für unseren Körper. Und das ist wieder mal ein großes Geschenk. Ich hoffe, es geht euch gut. Die 10 Portaltage sind ja jetzt vorbei. Und wir durften sehr viel dabei lernen, uns dann auch nochmal natürlich neu ausrichten und intensiv anbinden an die geistige Welt. Und jetzt kommt der Neumond mit seiner Energie und bringt uns in die Veränderung hin zum Positiven. Und das möchte ich jetzt gleich mit euch in dem Channeling, was jetzt kommen wird, vertiefen, euch die Energien zur Verfügung stellen. Und ich freue mich schon sehr darauf. So, jetzt sprühe ich mich natürlich erstmal ein. 999 habe ich, Smarana habe ich. Alles wundervolle Energien und die violette Flamme auch ein bisschen noch zum Reinigen. Die Aura-Sprays mache ich ja alle selbst. Und wer da eins möchte, kann sich das im Shop bestellen einfach. Und ich schicke euch aber jetzt auch mal so ein bisschen Energie rüber, damit ihr das dann auch noch mitfühlt. Also ich spüre, wie sich das jetzt kolossal ausdehnt. Und dies so ein ganz großes Feld entsteht und sich mit jedem Einzelnen von euch verbindet. Ich bitte um die Energien des Schutzes und der Liebe. Ich bitte um die höchsten göttlichen Energien für all die Menschen, welche diese Botschaft erhalten.
und ich öffne meinen Kanal, um die Energien der Verjüngung zu empfangen. Und so lade ich dich ein, heute an diesem Verjüngungsritual teilzunehmen. Erlaube dir, dich in dieser Botschaft so tief fallen zu lassen, wie es dir möglich ist. Und vertraue darauf, dass alles, was an Energien zu dir getragen wird, dich in deinen innersten Zellkernen berühren darf. Denn nur so kann die verjüngende Energie zu dir getragen werden. Und so stimme ich mich nun ein auf die Neumondenergie, richte meinen Kanal genau aus auf diese Energie. Und schon fließt sie in diesen Raum und direkt zu dir. So öffnet sich jetzt das Feld der Erneuerung und Verjüngung. Und dieses Feld trägt die passenden Energien zu dir, um dich zu unterstützen. Die Energien fließen in starken, hellen Strömen zu dir und verbinden dich jetzt in diesem Moment mit dem Neumond, mit der Neumondsenergie. Lasse diese Energie zu dir fließen, nimm sie an, öffne dich so weit, wie du möchtest und lade diese Energien ein, jetzt deine Zellen zu berühren. Öffne deine Zellkerne und empfange die verjüngende Energie. Empfange die erneuernde Energie. So wirst du durchflutet von oben bis unten, von Kopf bis Fuß, von der heilenden, verjüngenden Energie. Und vielleicht hast du einen besonderen Wunsch für ein bestimmtes Körperteil, wo eine besondere Heilung fließen darf, wo besondere Verjüngung jetzt in diesem Moment ihren Lauf beginnen darf, dann wird diese Energie jetzt direkt dorthin fließen. Lade die Energien ein, dich zu berühren, dich zu heilen und all das zu erneuern, was an Kraft verloren hat, all das zu verjüngen, was im Laufe der Zeit abgenutzt wurde, und all das zu heilen, was Heilung bedarf.
Die Energien fließen voller Liebe zu dir. Und dehnen deine Zellkerne aus. Die Liebe, die Heilung und die Verjüngung wird nun in dir integriert und gespeichert. Und so danke ich dieser wundervollen Energie, dass wir sie heute zusammen nutzen durften. Und ich danke auch dir, dass du mit deinem Licht diesen Kreis der Lichtarbeiter erhellt hast. Und dann komme du langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Ich schließe meinen Kanal und bin wieder ganz im Hier und Jetzt, so wie du. Also, ich fühle mich so richtig neu, kräftig und stark, aufgeladen mit ganz viel Energie. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Schreibt mir gerne unten rein in die Texte, wie ihr euch fühlt. Und wisst, ihr könnt dieses Video so oft wiederholen und immer wieder in die Verjüngungsenergie eintauchen. Dann wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und wir sehen uns zum nächsten Video. Ein Küsschen, hab euch ganz lieb. Tschüss.